Da sind wir wieder bei dem Zuschauer Bligh's Origins. Und wir sind immer noch in den... Ja, wie beschreibe ich das am besten? Im Dämonengarten unterwegs. Und das hier könnten sogar die Gärtner sein. Wir haben nämlich hier alles mögliche an Viehzeug. Komische Kugelfische, die uns mit Kugel blitzen. Und die haben wir auch noch. Okay, hier müssen wir wieder zu den Silver Chimneys umschalten. Zu den Silberblöckchen. Und wir brauchen die gelbe Fähigkeit, weil das das einzige ist, was den Viechern hier wirklich Schaden macht. Ah, und wir sind im Wasser gelandet. Das ist nicht so gesund. Und ja, wir haben mal wieder Untote hier. Du stirbst. Gut. Soweit ich weiß, müssen wir als erstes diesen Weg nehmen. Das ist nämlich ganz wichtig. Genau. Erstmal haben wir hier nämlich endlich wieder eine Statue. An der wir uns heilen können und bald nicht wieder Upgrades kaufen. Sofern wir diese blöden Magier losgeworden sind. Na, zwei haben wir schon. Wo ziehst du denn hin? So. Und den letzten. Gut. Statue reinigen. Heilen. Okay. Erstmal Armor verstärken. Item Drop Rate erhöhen. Das ist immer nützlich. So. Und das dürfte es gewesen sein. Für mehr haben wir nämlich keine Punkte. So, speichern wir nochmal. Und dann geht es weiter. Unten landen ist nicht so gescheit wie die gewesen. Die ganzen Gegner da weg. Uah, immer wieder ein Level ab. So, wieder auf so viel wie zum Thema wieder auf schwer zurückgreifen. Aber gut, den haben wir erledigt. Jetzt müssen wir nur wieder erledigen. Na, kommen wir beide zusammen. So, einer ist weg. Weiter ist weg, da müsste hier noch irgendwo einer sein. Genau der da. Gut. Und den da müssen wir noch loswerden. Der steht ganz blöd. Komm. So. Jetzt geht's wieder hier hoch. Da drüben ist nichts. Die machen jetzt fast keinen Schaden mehr. Hier haben wir auch. Ja, ich habe ein Schwert mit Rückstoß, Phoenix. Ah, du bist nervig. Ah, nein, runterfallen wollte ich nicht. Und der ist nämlich immer noch da oben, oder? Nein, es gleitet er langsam runter. Und ja, er hat vier Hände, die mit magischen Geschossen umfallen. Böse, böse.
Und wir haben den Weg weiter frei gemacht. So, also bist du das Mädchen, die Zavas Dämonen besiegt hat, hm? Wer ist das? Oh, Mr. Zwielichtig. Ja. Ich habe nicht erwartet, dass du so jung bist. Der Typ hat uns, unsere Suchgruppe am Anfang, auseinandergespalten von der Spitze des Turmes. Du machst deinen Familiennamen alle Ehre, kleines Mädchen. Du bist der Mann, der mit der Magierin im Rathaus Annex geredet hat. Du bist Dallas, oder? Höchstpersönlich. Ja, Mr. Zwielichtig. Mr. Komisch und Zwielichtig. Ich habe die Dunklen in ihre Aufgabe geführt. Aber ich selber bin auch nur ein Diener des dämonischen Willens. Die Kraft, die Dämonen in diesem Land erscheinen lässt. Aber genug von mir. Was kannst du mir über dich selber sagen? Also bist du derjenige, der versucht, die dämonische Essenz in die Hände zu bekommen? Warum? Warum willst du unbedingt so etwas tun? Das macht keinen Sinn. Ah, die Göttin hat es euch erzählt. Ich bin nicht überrascht, dass ihr mein Tod in Frage stellt. Ich kann in deinen Augen sehen, dass du privilegiert bist. Dass du ein privilegiertes Individuum bist. Aber tief in dir weißt du genau, warum ich das tue. Und ich denke, du würdest dasselbe tun, wenn du die Chance dazu hättest. Magier Dallas, behalte deine Zunge hinter deinen Zähnen. Deine leeren Worte bedeuten hier gar nichts. Ah, der Commander. Herr Julika, die Verstärkung ist eingetroffen. Roy. Tut mir leid, das zu sagen, aber du bist umzingelt. Ramona. Also, es hat lang genug gedauert. Es ist traurig zu sehen, wenn ein kleines Mädchen besser vorankommt als trainierte Ritter. Wir haben Berichte über einen feindlichen Zauberer in dem Gebiet gehört, aber ich muss zugeben, es überrascht mich, den Boss persönlich hier zu treffen. Wenn wir dich hier ausschalten, sollte es die Moral deiner Untergebenen zerbrechen. Mach dich bereit. Jetzt ist sie hier. Du gehörst mir. So viel dazu. Was zum... Es hat überhaupt nichts getan. Es hat sich nicht mal berührt. Aha. Hahaha, jetzt lacht er sich einen ab. Magie, die von der schwarzen Perle erschaffen wurde, kann niemanden verletzen, der die Dämonen dient. Sie sind immer noch ein und dasselbe. Verdammt. Du Bastard. Magie funktioniert vielleicht nicht, aber du kannst sicherlich immer noch bluten. Mal sehen, wie du unseren Schwertern entkommst. Ich denke, ich habe dieses kleine Theater lang genug getrieben. Ah, verdammt. Was passiert? Was ist passiert? Oh Gott, nein. Roy?
Sie sind zu Stein geworden. Amanda, Cecilia, Ramona, bitte. Sagt etwas. Ah, dieser Blick steht dir gut, kleines Mädchen. Wie süß, dass du dich so sehr um deine Kameraden sorgst, dass du die Tatsache ignorierst, dass du immer noch in großer Gefahr bist. Wie kannst du nur? Was wird es sein? Wirst du nun Vergeltung suchen? Das ist dir das letzte Mal teuer zu stehen gekommen. Ich bin nicht in der Lage, ihn hier zu besiegen. Vor allem, wenn die anderen in der Schusslinie stehen. Du bist ernster als deine Ruf dir vorauseilt. Man hat mir gesagt, dass du der Liebling der Göttinnen bist. Also habe ich dich von meiner Magie verschont, sodass du Lady Fina eine Nachricht überbringen kannst. Sag hier, dass ich die heiligen Kräfte ihrer Schwester beanspruche und die schwarze Perle als mein eigenes nehme. Und dass sie sich am besten nicht einmischt. Für ihr eigenes Schicksal und für das Schicksal dieser Statuen hier. Ja. Und damit du es weißt, du wirst es herausfinden, dass selbst die Göttinnen und die sechs Priester Schwierigkeiten damit haben werden, diesen Fluch zu brechen. Schau dir die Show an. Dein Wille, diese wertlosen Insekten zu retten, wird sehr interessant. Ach nee. Ich werde mir ansehen, wie du versuchst, diese wertlosen Insekten zu retten. Es wird sehr unterhaltsam sein. Roy, Commander. Und ja. Jetzt sind sie Statuen. Und wir müssen sie zurückverwandeln. Dazu sollten wir erstmal die Lila Schild benutzen, um mit Eloia zu reden. Stimmt etwas nicht, Yonika? Yonika erklärt, dass Dallas die anderen Ritter in Stein verwandelt hat. Was, als ob sie komplett paralysiert sind? Es tut mir leid, das ist so plötzlich und so ernst. Wenn es ein Fluch ist, solltest du dich mit Lady Fina und Cadena unterhalten. Verlier bloß nicht die Hoffnung, wir werden es herausfinden. Und ja, das machen wir auch. Wir gehen nämlich jetzt mal zurück zum Rados Annex. So viel Zeit hat die Folge nämlich noch. Ich finde es sehr cool, wie der Turm da in der Luft hängt und man diese Kameraeinstellung hat, damit er noch extra bedrohlich wirkt. Dabei haben wir ihn doch schon längst eingenommen. So. Yonika? Gott sei Dank, du bist in Sicherheit. Ich hatte so ein seltsames Gefühl, als ob ich dich schreien gehört habe. Ich war besorgt, dass dir irgendwas Schlimmes zugestoßen ist. Lady Fina. Irgendwas ist passiert. Was ist es, Yonika? Ja, die Erklärung können wir überspringen. Paralysierung. Das ist wirklich ein Grund für so eine schlechte Stimmung. Es tut mir leid. Also hat Dallas sie einfach in Stein verwandelt, ohne Energie zu sammeln. Ich wusste, dass er mächtig ist, aber das liegt hinter allem, was wir uns vorstellen können. Cadena,
weil es ein Fluch ist und so. Weißt du, wie wir ihn aufheben können? Ich fürchte nicht. Paralysierung ist etwas, womit wir es nicht so oft zu tun hatten. Also habe ich es noch nicht richtig studieren können. Und ich kann definitiv nichts tun, um den Effekt umzukehren. Also sind sie gefangen. Es ist zu früh, um aufzugeben. Vielleicht gibt es, gibt einen Weg, sie zu retten. Aber um das zu schaffen, brauchen wir ein sehr besonderes Artefakt. Welche Art Artefakt? Eine heilige Statue, die als träumendes Idol bekannt ist. Sie sollte die Kraft haben, solche Flüche zu brechen. Rhea hat sie den Hütern vom Solomon-Schrein gegeben. Das träumende Idol. Wenn ich mich nicht irre, hat der Akolyt Dino es mit auf die Oberfläche gebracht. Wirklich? Ich werde es holen gehen. Bitte warte, Julika. Das träumende Idol ist in der Lage, eine sehr große Reinigung zu vollziehen. Aber diese Reinigung wird nicht reichen, um den Fluch zu brechen. Paralysierung ist eine der stärksten Flüche hier. Wir brauchen etwas, das dieselbe Stärke als pure Magie hat, um es zu lösen. Und wirklich keines unserer Artefakte hat genug solche reine Energie in sich. Selbst wenn wir uns alle konzentrieren würden, kommen wir nicht auf die Menge, die wir brauchen. Und dort liegt das Problem. Wenn ich mit dir kommen könnte, wäre ich in der Lage, die Energie zu erschaffen, die wir brauchen. Aber ich fürchte, dann wäre es zu spät. Also, wir brauchen immer noch das Artefakt, oder? Ja, ich denke, wir brauchen es. Dann gehe ich zu Dino und gucke, ob er es noch hat. Ich möchte irgendetwas tun. Alles, was ich kann. Selbst wenn es nur ein kleiner Tropfen ist, es kümmert mich nicht. Also, hier rumstehen und darüber nachdenken, warum es nicht funktionieren kann, bringt uns nirgendwo hin. Ich denke, Julika hat da etwas im Hinterkopf. Wir sollten gucken und tun, was wir können und den Rest auf uns zukommen lassen. Okay. Während du das träumende Idol besorgst, überlege ich mir etwas, um das Problem zu lösen. Vielleicht kommt eine Lösung zu mir. Klingt gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Pass auf dich auf, Julika. Und ja. Jetzt müssen wir das träumende Idol besorgen. Aber damit gehen wir nicht zurück zu Fina. Nein, weil, wie sie selber gesagt hat, das Idol hat nicht die magische Kraft. Aber wir können einen Gegenstand besorgen, wie er die hat. Jetzt gehen wir aber erst einmal wieder zur nächsten Statue. Die ist hier. Und speichern. Und dann mache ich einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.